A1.0. Die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Deutschland soll laut einer Prognose in den nächsten Jahren exponentiell wachsen. Diese Entwicklung kann man näherungsweise durch die Funktion f y gleich 5000 mal 1,75 hoch x mit der Grundmenge gleich a plus 0 Kreuz a plus 0 beschreiben, wobei x die Anzahl der Jahre und y die Anzahl der Ladestationen darstellt. A1.1 ergänzen Sie die Wertetabelle auf Tausende gerundet und zeichnen Sie sodann den Graphen der Funktion f in das Koordinatensystem ein. Wichtigste Informationen am Anfang wieder markieren. Wir haben einmal die Funktion f mit 5000 mal 1,75 hoch x. Y soll die Anzahl der Ladestationen darstellen und x ist die Anzahl der Jahre. Zusätzlich haben wir in Aufgabe 1.1 eine weitere wichtige Information. Es soll nämlich auf Tausender gerundet werden. So, wie fangen wir jetzt diese Aufgabe an? Hier unten haben wir eine Wertetabelle und ein Koordinatensystem. Beides muss ergänzt werden. Wir nehmen zuerst die Wertetabelle. Hier haben wir einmal oben stehen x und unten 5000 mal 1,75 hoch x. Im Prinzip geht man jetzt einfach her und setzt diese Werte für x immer für dieses kleine x hier oben ein. Tippt in den Taschenrechner ein und guckt, was rauskommt. Also zuerst die 0 einsetzen, dann die 1 einsetzen, dann die 2 einsetzen und so weiter und so fort. Hier können wir uns auch etwas das Leben leichter machen, indem wir einen Taschenrechner benutzen, je nachdem mit welchem Modell wir arbeiten. Hier gibt man jetzt die Funktionsgleichung ein, also y1 ist 5000 mal 1,75 und dann hoch x und jetzt auf Table. Und dann sehen wir schon hier die entsprechenden Werte, die wir einfach in die Wertetabelle übertragen. Aber Achtung, auf tausende Runden. Also für 0 bekommen wir den Wert 5000. Ist auch nicht weiter verwunderlich, nämlich das ist der Anfangswert. Dann für 1 bekommen wir einen gerundeten Wert von 9000. Gucken wir nochmal in den Taschenrechner rein. 8750, wir müssen uns die 100er Stelle anschauen, das ist die 7. Ab 5 wird ja aufgerundet, deswegen 9000. So, bei den anderen Zahlen funktioniert es gleich oder ähnlich. Für Wert 2 haben wir schon 15.000, für 3 haben wir 27.000 und für 4 47.000. Und diese Werte tragen wir jetzt noch in das Koordinatensystem ein. Also hier haben wir zuerst 05.000, der liegt hier. Dann 1.9000 und jetzt gilt es eben so genau wie möglich zu zeichnen. 2.15.000, 3.27.000 und 4.47.000. Ja, manchmal hilft es auch hier noch das Koordinatensystem zu ergänzen. Also dass wir hier zum Beispiel bei 20.000 wären, hier bei 30.000 und hier bei 40.000. Dann tut man sich meistens noch ein bisschen einfacher mit dem Eintragen. So, und jetzt so geschwungen wie möglich den Graphen einzeichnen. Ja, da habe ich den ersten etwas verfehlt. Möglichst keine Ecken und Dallen. Exponentialfunktionen besitzen sowas nicht. Ja, also, sobald irgendwie eine Dalle auftaucht oder es ganz komisch aussieht, nicht so eine schöne Kurve gibt, dann ist irgendwas falsch geworden und einfach nochmal nachbessern.